Jetzt zu einem Stück Hamburg-Gefühl, das auch ein wenig schwankt, allerdings absichtlich. Die Hamburger Band Hafennacht will uns nämlich liebend gern den Boden unter den Füßen wegziehen und gleichzeitig ein Stück Heimatgefühl bescheren. Mit ihren etwas anderen Seemannsliedern. Sie haben eine kleine Fangemeinde. Mit ihrem neuen Album Tresenkönigin könnte die schon bald viel größer werden. Ich bring dich unter den Tisch, da hast du noch nicht Prost gesagt. Sie haben allen Grund zu feiern. Die Karten kaum gemischt, schon hast du nach den Klos gefahren. Monatelang haben Hafennacht in ihrem Probenraum am neuen Album gefrickelt. Tresenkönigin heißt es und ist gerade erst fertig geworden. Trink ich dich unterm Tisch. Sie singen vom Meer, von Seeleuten und Hafenspelunken. Matrosenlieder 2.0, wenn man so will. Was wir machen, man könnte das bezeichnen als Chansons mit Seegang. Also sind Lieder im weitesten Sinne, die alle was mit dem Wasser zu tun haben. Direkt das Nachbarhaus zu uns war eine alte Seemannskneipe und da gab es eine Musikbox und da wurde nur solche Musik gespielt. Sie hieß Marianne und sie war sein Schiff. Seit 9 Jahren machen Uschi Wittig, Erk Brahren und Heiko Quistorf ihre Seemannslieder. Klassiker und Eigenkompositionen. Noch können sie nicht von ihrer Musik leben. Heiko, der Mann am Akkordeon, ist gerade unterrichten. Aber wenn sie Zeit haben, zieht es sie immer wieder ans Wasser. Naja, natürlich bringt das Wasser eine gewisse Ruhe mit sich. Und selbst wenn es eine stürmische Geschichte ist, hat es doch eine Kraft und Ruhe in sich. Wasser fließt ja, das ist ja das Tolle. Es geht weg und es bringt Dinge und es verändert immer alles und das finde ich ganz wunderbar. Der Tag geht zu Ende, aber Hafennacht haben noch einen Termin bei NDR 90,3. Heiko hat es so gerade noch geschafft. Die Hamburg Sounds Redakteurin Susanne Hasenjäger erwartet ihre Gäste schon. An die Mikros und dieses am besten hier auch. Tresenkönigin ist eine imaginäre Hafenkneipe, wo sich alles trifft. Und ich glaube, es ist sehr gelungen. Wir hoffen das. Diese Intensität, dieses Gefühl, was da drin ist, dieser Hamburg-Bezug. Und wenn irgendjemand auf die Bühne von Hamburg Sounds gehört, dann finde ich Hafennacht. Sie ist die Tresenkönigin der letzten Hafenbar. Am kommenden Montag werden Hafennacht bei Hamburg Sounds alte und neue Songs spielen. Seemannslieder Reloaded. Am Montag um 20 Uhr können Sie Hafennacht bei der Konzertreihe Hamburg Sounds von NDR 90,3 in der Fabrik live erleben.